Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und ihr lest schon im Titel, Leute, Call of Duty 2019, Leute. Ja, es gibt so viele Spekulationen schon über das nächste COD, also Black Ops 4, was so relativ sicher ist, dass die Leute nichts anderes zu tun haben, schon wieder aufs übernächste COD zu spekulieren. Und das wird eventuell ein Remake von Call of Duty Modern Warfare 2. Ich habe so ein bisschen rumgeschaut und viele Leute im Internet haben sich dafür ausgeschlossen und sagen, boah, wenn das ein MW2 Remake geben wird, dann wird es das geilste Spiel aller Zeiten 2019. Ich meine, wenn wir uns das mal so anschauen, Infinity Ward bringt dieses Spiel raus. Infinity Ward hat mit Ghost absolut, na, was heißt verkackt, nicht? Ghost war nicht so schlimm, aber mit Ghost hat eine Tendenz angefangen, denn Ghost kam raus und danach kam dann, ja, Infinite Warfare raus unter Infinity Ward. Und das ist natürlich ziemlich, ziemlich scheiße, mit den letzten zwei Flop-CODs irgendwie zu tun gehabt zu haben. Und MW2 war ein Spiel, welches damals wirklich alles erdbodengleich gemacht hat. MW2 hat damals alles gefickt. Es war sowas von das meistgespielte, meistverkaufteste Game überhaupt zu der Zeit. Und ja, jetzt wäre es natürlich vielleicht schlau, sich MW2 Remastered zu machen. Ich muss aber sagen, Leute, ich hoffe, dass, falls das so passieren sollte, es wieder so ist, dass es nur ein Zusatzspiel ist. Denn natürlich ist MW2 geil und ich spiele es deswegen auch in diesem Video. Aber wir dürfen nicht vergessen, Leute, MW Remastered wurde auch nicht so gespielt, wie es hier dachte, weil ich habe mir das schon gedacht, weil die Leute wollen auch einfach jedes Jahr was Neues. Man will nicht immer das Gleiche spielen, sozusagen. Ich kann das gut nachvollziehen und dementsprechend, ja, warum sollte dann zum Beispiel jetzt nochmal dasselbe Spiel irgendwie gemacht werden? Das macht für mich relativ wenig Sinn, außer es ist ein Zusatz, sozusagen. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ich fände es geil, aber das wäre auch ein bisschen too much und ob sie es dann wirklich machen werden, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob Infinite Warfare so oft verkauft wurde, dass da der Bonus von MW Remastered, von Modern Warfare 1 Remastered damals irgendeinen großen Unterschied gemacht hat. Ganz ehrlich, kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, keine Ahnung. Oh Gott, also ich bin ja gerade ganz gut hier am Spielen, Leute, am Hustlen. Ich bin jetzt, glaube ich, eins, nein. Oh mein Gott, rest in piss, Alter. Oh mein Gott, habe ich ihm gegeben. Jetzt die Frage, wo spawnen die, Alter? Ja, ich glaube immer noch hier hinten. Okay, Harrier raus. So, gucken wir doch mal. Der fliegt sogar nicht ganz so schlecht für mich. Holt direkt mal. So, wir verpissen uns natürlich jetzt, wie sich das gehört, Leute. Zack, zack. Jetzt eine Nuke wäre natürlich zu lustig. Ich habe damit überhaupt, also darauf... Okay, Harrier ist schon zerstört, nevermind. Es wird niemals die Nuke. Boah, ist das ekelhaft, Junge. Heilige Scheiße, dass er sich nicht schämt, ey. Ja, okay, das wird keine Nuke, Leute. Aber, Leute, ich habe hier was gehört. Ich habe hier was gehört. Oh mein Gott, okay, jetzt bin ich weak. Oh Gott, schnell hier hoch. Nein, ich lebe noch. Leute, was ist das? Die lassen mich nicht in Ruhe, die werden mich nie... Ja, jetzt bin ich tot. Scheiße. Ey, heftig, Mann. Alter, das war richtig der nice Anfang. 12-0. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr meint, ob ihr denkt, dass 2019 MW2 Remastered kommt, Leute. Das ist eine Frage, die ist wirklich... Ich finde die sehr, sehr interessant. Also schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare, was sind eure Meinungen dazu. Würdet ihr es feiern, würdet ihr es nicht feiern? Wie gesagt, ich fände halt geil, wenn sie irgendwie MW4 machen und dann MW2 irgendwie dazu oder so. Ich glaube, das wäre auch sinnvoll aus geschäftlicher Sicht. Wenn sie jetzt nur MW2 Remastered rausbringen, I don't know, Alter. Ich hoffe erstmal, dass BO4 natürlich kommt, aber das ist ja jetzt so gut wie sicher. Könnt ihr euch auch Haptics Video gestern zu reinziehen. Der hat da ziemlich, ziemlich gut drüber geredet. Ja, okay, ich werde hier gleich gegeiert. Also das ist hier, die Lobby ist komplett beschissen, um Streaks zu haben. Also completely überflüssig. Hier brauchst du keine Streaks, Alter. So. Ja, Leute, also ich rape die aber schon gut hier. Ich habe irgendwie einfach keine Angst vor denen so wirklich, keine Ahnung. Guck mal, da wird das nächste schon wieder gegeiert. Ekelhaft, ey. Ekelhafte Spieler sind das, Mann. Das war double flashed. Pille schmeckt hoffentlich. Dass sie sich nicht schämen, Alter. Teammate, habt ihr den? Nein, das gibt's nicht. Wie hat er das noch gemacht? Ich dachte, die haben den schon. Wieder eins vom nächsten Harrier oder kurz vom nächsten Harrier, glaube ich, ey.
Ich glaube, so eine geile MW2-Lobby habe ich echt lange nicht mehr gehabt. Vor allem ist es auch die erste Runde, die ich jetzt spiele seit dem letzten MW2-Video. Also jetzt nicht irgendwie eine Sekunde warm gespielt oder so, sondern einfach angefangen. MW2 war damals auch so das Spiel, mit dem ich angefangen habe. Fragen mich immer noch manchmal welche. Also MW2 war da definitiv der Way to go für mich. What the fuck? Wie war das ein Double Kill? Das geht doch gar nicht. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, ey. Ja, das ist jetzt MW2. Genau, also das ist zum Beispiel eine Sache, die sollte definitiv nicht im Spiel bleiben. Dieses unendliche Noob-Tubes haben zum Beispiel. Da ist es zum Beispiel wieder. Ey, das ist so eine Sache, was sie sich damals dabei gedacht haben. Ey, das frage ich mich bis heute, Mann. Ohne Scheiß. Boah, mit der Farmers habe ich ja wirklich 100er Prezi, ey. Ich hätte hier so easy die Nuke machen können, ne? Krass. Jetzt habe ich auch Pille. Jetzt kommt der Pavlo noch. One Burst. Ja, schön Pille. No, was? Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Boah, Leute, ich habe so hart Bock, mir die RPD einzupacken. Ich weiß nicht, warum hier ein Wurfmesser in der Klasse ist. Wahrscheinlich genau dafür. So. Boah, ich dachte, jetzt kommt das Geräusch, dieses Tschst. Ja, ich habe alles in die Luft gesprengt. Nein, wieso kommst du hier schon durch? Was? Oh mein Gott, ich bin gerade gespawnt. Ich wollte mich gerade. Leute, dieses Spiel, ne? Modern Warfing fucking 3, wie Carsten gesagt. Ah! Okay, er hackt. Let's go. Schön direkt den ersten Aimbotter am Start. Besser geht's nicht. Ich habe hier nur ein Wurfmesser drin, Mann. Ja, da ist er wieder. Guckt euch das an. Ja, es ist so frech, ne? Ja, schön. Das ist der Hacker. Kann ich ihn töten? Kann ich ihn nämlich trotzdem. 4 Kills mit einer. Oh Gott, der Harrier fliegt so perfekt. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Boah. Alter, Leute, das waren 4 Kills ohne einmal nachladen. Und es sind immer noch genug Schüsse am Start. Nein, Mann, du bist doch ein ekliges Hackerschwein, Mann. Ey. Das wäre natürlich dann auch vorbei. Mit dem COD auf der neuen Konsole dann sozusagen. Jetzt Wurfmesser auf den Harrier, Alter. Oh Gott. Tut mir leid. Ich nehm's zurück. Ja, die Leute sind so dumm. Sind so dumm, Alter. Ja, du dummer Hacker. Du dummes Hackerschwein. Hast mich nicht gesehen, wa? Eklig, ey. Ja, schön. Hm, ja, doch, genau den nehme ich mit. Und ich habe jetzt gesehen, dass hier noch andere kommen. Jetzt hat er mich, der Hacker. 1 zu Harrier. 1 zu Harrier, ne? Guckt euch dieses Hacker-eklige Dreckschwein an. Oder hat der Hack ausgemacht jetzt mittlerweile? Ah, Mann, wäre das geil, den jetzt einen Harrier zu drücken. Ich habe nur ein Wurfmesser, Mann. Alter, das ist so krank, was ich hier machen muss. Die ist für mich, oder? Nee. Ey, guckt euch, guck mal, wie er hackt. Guckt euch das an, wie eklig. Guckt euch das an, Alter. Er kann nicht mal damit umgehen. Mann. So, Leute, let's go. Die Rangers haben es drauf. Erstmal nicht gesniped werden. Hier direkt durch. Keine Zeit verlieren. Natürlich sind das Sniper, die Leute. Das ist. Snipen ist in dem Spiel auch verbreiter als Atmen. Der Typ ist der beste Sniper, den ich jemals gesehen habe. Er trifft mich jedes Mal. Das Geile ist, man kann hier so eklig spielen. Predator. Oh, das ist jetzt ein. Das waren jetzt 2 zu viel, aber wo die liegen, habe ich mir gemerkt, meine Freunde. So. Und natürlich keinen Kill damit gemacht. Perfekt. Also ich nehme die ja komplett auseinander, diese Joker-Leute. Aber die killen. Ey, guckt euch das an, was ich für ein Pech habe. Nein, er war nicht hinterm Tresen. Nein, Ninja Pro, deswegen habe ich ihn nicht gehört. Nein. Ey, das macht schon heftig Bock. Hauptsache, ich habe von den 36 Kills von unserem Team 17 selbst. Zack. Oh mein Gott, ich habe ihn wirklich geholt mit den 2 Kugeln. Alter, Feuerkraft Pro ist so OP, aber dann natürlich keine Chance. Digga, diese Joker-Leute sind die schlechtesten COD-Spieler, die ich jemals getroffen habe, ne? Also ohne Witz jetzt. Das geht doch gar nicht.
Wie schlecht sind die? Schöner Headglitch, beste. Wieder zurücklaufen. Wieder zeigen. Als ob er hackt und so schlecht ist. Nein. Ich glaub's nicht, der Arme. Oh, jetzt hat er einen Hack angemacht. Nein, der Arme, er tut mir so leid. Guck mal. Oder er hat das beste Aim der Welt. Kann auch sein. Oh ja. Gib mir das. Ist hier noch einer? Ne, der ist weg, okay. Ey Leute, ohne Scheiß. Es macht gerade unnormal Spaß, ey. Und das ist jetzt gerade auf der PS3. Stell ich das mal auf der PS4 vor, Mann. Wäre schon geil. Ja, easy. 27-7, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es da wieder heißt, Marcel zu dem Skorpion ist back am Start hier für euch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.